Hallo liebe Klemmbaustein-Fans, ich bin Sascha und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf unserem Kanal Klemmbaustein Kastens. Es wird mal wieder Zeit, in Richtung Mars aufzubrechen von Sluban aus der Space-Serie, ein Mars-Forschungsraketenschiff, irgendwas, mit 5 Minifiguren, 733 Teilen, einen Krokodil-Brick-Separator. Kennt ihr bestimmt schon, gucken wir uns aber auch nochmal an. Einen kleinen Schlüsselanhänger geschenkt, die sind ja bei den größeren Sets auch immer dabei. Habe ich die 5 Minifiguren schon erwähnt? Doppelt gemoppelt hält besser, wenn es noch nicht so war. Das gute Stück, die Nummer 0738, kann kombiniert werden mit, ja, hier hinten ist es leicht erkennbar, da oben der 0739 der Marsstation, die kann man dann oben drauf stellen. Die werden wir dann auch noch aufbauen. Das Set haben wir dankenswerterweise, ganz wichtig, von der Beta Service GmbH bekommen für dieses Video, was ihr heute seht. Aber ganz klar, wir haben keinerlei Vorgaben bekommen, was wir zum Set sagen sollen. Wir sollen es so bewerten wie immer. Und ihr wisst ja, unsere Jungs lassen sich da eh nichts sagen, was sie, ja, also, ne, die sagen so oder so ihre unvoreingenommene Meinung, wenn sie damit gespielt haben. Gut. Dann würde ich sagen, ich packe das gute Stück mal aus und wir gucken uns die Teile an und dann geht's los. Ich habe die ersten Teile hier ausgebreitet. Das gute Set ist tatsächlich in 9 Bauabschnitte unterteilt. Also es sind dann auch 9 Tüten. In der 9. Tüte, mit der fängt man quasi an, wenn man denn möchte, sind die Figuren drin. Der Teiletrenner, das kleine Geschenk, gucken wir uns gleich an. Und ja, wie gesagt, hier seht ihr so ein bisschen am Rande die Tüten noch rumliegen. Tja, hier von den Teilen, wie ihr es seht, dunkelgraue Teile, rote Teile, hier sticht gerade ein weißes Teil hervor. Und hier noch eine transparente blaue 1x2 Fliese. Das ist alles jetzt eigentlich hier so nichts Außergewöhnliches. Das sind hier höhere Steine, in doppelter Höhe, 2x2 Steine und sonst nichts. Den kennt man ja eigentlich auch schon, wenn man ein bisschen Sluban gebaut hat von den größeren Sets, der schöne Krokodil-Teiletrenner. Dann hier nochmal extra verpackt, der Schlüsselanhänger mit einem Kopf samt Wirbelsäule. Da kann man sich dann auch eine Figur dranhängen, komplett, wenn man denn möchte. So, zu den Figuren. Wer schon mal ein bisschen von den Sluban Space Sets sich was angeschaut hat, die Figuren sind alle nicht großartig unterschiedlich. Die haben im Endeffekt alle gleiche Beine, gleichen Oberkörper mit der Ausrüstung. Das Einzige, was jetzt hier unterschiedlich ist, ist, dass der ein oder andere noch hier die Schulterarmpolster hat, die eigentlich jeder brauchen sollte, wenn er draußen im Weltall unterwegs ist. Aber ja, also nur 2 Figuren. Und der große Unterschied sind dann die einzelnen Gesichter. Alles natürlich hier bedruckt. Von hinten haben wir da jetzt nichts. 5 Stück insgesamt. Hier ganz wichtig ist aber auch und schön finde ich, dass auch Astronautinnen dabei sind, wenn auch hier jetzt tatsächlich nur eine. Aber in den Sets ist immer mal wieder eine dabei. Und hier dann jetzt eben entsprechend mit Visier, was man nicht auf und zuklappen kann. Ist auch besser so, weil sonst wird es gefährlich da draußen. Die anderen Visiere habe ich nur noch nicht dran gemacht, um euch die Gesichter zu zeigen. So, was noch auffällig ist, ist, dass der Weißton ein bisschen anders ist. Das geht schon teilweise so ein bisschen ins Gelbliche rein. Das erkennt man jetzt hier vielleicht auf der Kamera nicht so gut, aber so ein bisschen unterschiedliche Weißtöne haben wir hier auf jeden Fall. Gucken wir mal, wie das dann bei den restlichen Steinen so wird. Bisher war das Weiß bei Sluban ja eigentlich auch immer ganz gut. Okay, dann schauen wir mal, was dann jetzt hier so draus wird. Ich baue jetzt einfach mal drauf los. Bin schon sehr gespannt, wie die Qualität der Steine ist, denn das ist ja wieder hier eigentlich neueren Datums und sollte dann besser sein als die alten Sluban-Steine. Der untere Bereich ist schon fertiggestellt. Da kommen gleich auch nochmal 4 Viertelkreisplatten drauf. Diese hier, und ich weiß nicht, ob ihr es gut erkennen könnt, aber die sind marmoriert. Die haben so ein paar Schlieren drin, was, dass einige, also alle grauen Teile hier so sind, ist das definitiv Absicht. Erinnert mich ein bisschen an die Mega Constructs Steine. Ja, was haben wir gemacht? Was habe ich gemacht? Hier unten, damit ging es los. Durch die runde Platte hier fixiert. Dann zur Stütze hier noch die 4 Platten. Und dann wird hier der Aufbau gebaut. Das sind ja die Kegel, hier Zylinder, alles hochgebaut.
Und hier noch eine Platte zur Verbindung. Alles schön stabil. Qualität ist in Ordnung soweit. Für Sluwan alles gut. Klemmkraft passt jetzt auch. Ist auf jeden Fall bisher hier nur Steine, die tatsächlich dann aus der neueren Produktion stammen. So, weiter geht's. Es kommen jetzt hier noch die Teile oben drauf, die vier Viertelkreise. Dann die roten Fliesen und ich bin mal gespannt, denn in der Anleitung ist danach hier nur noch in der Mitte mit dem Teil quasi Noppen übrig, um den weiteren Aufbau darauf zu machen. Ich weiß noch nicht, wie gut das hält und wofür das dann dienen soll, ob man dann quasi unteres Teil und oberes Teil dann nochmal abnehmen kann und damit separat irgendwie zu spielen. Schauen wir dann mal. So, liebe Leute, da seht ihr, dass sich die Weltraumstationsrakete Forschungs irgendwas so langsam nach oben aufbaut, hier mit diesen schönen roten, dunkelroten Steinen. Und hier innen drin ein bisschen Fläche mit Fliesen. Hier vermutlich dann für die Aufmachklappe, also ja, zum Rein- und Rauskommen. Und ihr seht auch, hier sind immer wieder leichte Akzente gesetzt durch hellblaue, transparente Fliesen. Sehr schön, gefällt mir bisher richtig gut. Ich freue mich schon auf jeden Fall auf den weiteren Aufbau. So, jetzt mal ganz kurz. Ja, ihr seht schon hier, das ist das, was ich eben angesprochen hatte. Hier der ganze rote Bereich und hier die, ja, im Endeffekt vier Noppen, die gerade mal da das zusammenhalten. Aber da fällt nichts auseinander. Tippitopp. Qualität, Klemmkraft vor allen Dingen ist hier richtig gut. Also ich kann nur hoffen, dass das in Zukunft so bleibt und nach wie vor hoffen, dass das auch so weitergeht mit Sluban. Das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Da sind alle später genau, da sind später alle zufrieden mit. So, also ich baue schnell weiter. Ich habe die Rakete, nenne ich es jetzt einfach mal, weiter hochgebaut. Hier seht ihr, dass die Jumper Plates einmal zu weit rangekommen sind. Und ich weiß nicht, ob man es so gut erkennen kann, aber die Baurichtungsumkehrsteine, die sind unterschiedlich dick. Deswegen sind hier zumindest bei diesen 1x2 Baurichtungsumkehrsteinen jetzt die Jumper Plates ein bisschen weiter nach vorne, weil die höher sind. Oder als ja, wenn man es jetzt so anguckt, sind sie höher als die anderen. Mal gucken, wie das im späteren Verlauf dann sich auswirkt. Was jetzt auch noch oder auffällt vielmehr, auch trotz der tollen Klemmkraft, sind hier leichte Farbunterschiede bei den Rottönen, ein bisschen heller und dunkler. Und die Anspritzpunkte sind je nach Stein auch immer mal mehr zu sehen. Bauschritt 3 ist jetzt beendet. Hier seht ihr schon, ja, abgesehen von den zwei Außenverkleidungen, hier das gute fertige Stück. Was ich noch nicht angesprochen habe, waren die Aufkleber. Es sind einige dabei. Hier ist auch nochmal der Aufkleberbogen. Ich habe jetzt hier einen aufgebracht. Das ist in Ordnung. Der ließ sich leicht auslösen. Aufzubringen war er auch gut. Ist eben auch im Weiß. Ja, das passt erstmal. So, hier ist einmal Teil der Außenverkleidung. Drei 3x3 Platten und eine 1x3 Platte da unten. Und hier einfach eine Fliese drüber und hier auch noch eine Fliese. Das Weiß, ja, es hat manchmal so einen leichten Stich, es ist nicht ganz einheitlich. Also hier sind irgendwie aus irgendeinem Grund leichte Farbprobleme in dem Set. Was man hier gemacht hat, ist eine große Platte und dann hier die schrägen Teile in Schwarz und in Weiß. Dann hier das Ganze Entschuldigung, das Ganze hier zum Einhaken. Hier so ein Motor-Spoiler, kennt man ja schon von anderen Sets. Und hier auch noch ein paar Teile dran. So, das Ganze kommt dann hier drauf, an die Seite, an die Baurichtungsumkehrsteine. Das geht soweit gut dran zu machen. Man muss halt von innen ein bisschen gegenhalten. Und ja, jetzt, da das hier auch eben jetzt hier an die Seite dran kommt, so rum, ist jetzt hier tatsächlich, man sieht es, wenn man es sehen möchte oder wenn man einfach genauer hinguckt, dass es aufgrund der eben angesprochenen Höhenunterschiede der Dicke der Baurichtungsumkehrsteine hier eben auch nicht ganz eben ist. So, das ist das gute Stück. Es hält, ja, so wird es aber nicht mehr halten. Seht ihr schon, das ist dann ja, jetzt auch dem Gewicht geschuldet. Das geht dann irgendwann ab.
Aber ich denke, zum Spielen wird das trotzdem passen. Das entscheiden dann auch die Jungs. Bauabschnitt 4 ist fertig. Hier wurde dann der Rest von der Außenverkleidung gebaut. Im Endeffekt dann jetzt hier, wenn wir es gleich dran klippen, zum Auf- und Zuklappen, damit dann da die Astronauten rein und raus können. Das Ganze mit Platten unterschiedlicher Größe und hier außen mit schrägen Teilen und auch hier wieder die Aufkleber drauf. Im Endeffekt hier das gleiche wie da schon verbaut, auch dass das alles schön gleichmäßig aussieht. Die Teile hier haben auch leichten Gelbstich, ist ein bisschen schade, keine Ahnung, was da in der Produktion los ist. So gut die Klemmkraft auch ist, aber es gibt hier definitiv dann doch ein paar Abzüge an anderer Stelle. So, ja, genau, hier noch ein paar schräge Teile und das Ganze über die mit dem Greifarm hier dann rangeklickt, dass das dann hält und beweglich ist. So, das hier dran, kann man es auch noch ein bisschen abrunden und dann ist das da auch schön drauf. Und was man jetzt hier gleich sieht, ist auch ein bisschen schade, ist ein Höhenunterschied jetzt zwischen dem Bereich der Verkleidung und dem anderen. Muss ich mal gucken, ob ich da einen Stein unten vergessen habe. Aber das ist nicht mal eine Steinhöheunterschied. Also ja, ein bisschen schade. Aber ich würde jetzt mal sagen, auch wenn es uns Erwachsene stört, die Kinder wird es weniger stören. Was wir hier jetzt noch haben, sind Teile, die sind übrig. Ja. Hier sind auch noch mehr Teile. Also hier ist einiges an Teilen irgendwie zu viel drin in den Tüten. Keine Ahnung, ob die irgendwo später nochmal auftauchen. Ich habe extra nochmal geguckt, aber ich konnte sie in der Anleitung jetzt bis hierhin nicht finden. Und auch die hier, die Kühlerfiguren, hätte ich jetzt schon fast gesagt, die Motorblöcke oder was auch immer das dann genau alles ist, sind in der Farbe bisher noch nicht benötigt worden. Packen wir es mal beiseite und machen mit Bauabschnitt 5 weiter. Das gute Stück wird immer größer und höher. Die nächste Ebene ist quasi drauf gebaut und hier könnt ihr es noch erkennen, dass da auch mal andersfarbige Steine dabei sind. Da hat sich wohl Sluba ein bisschen was von anderen Herstellern oder einem bestimmten Hersteller abgeguckt. So, Außenverkleidung auch hier schon dran gekommen. Slope-Fliese mit Aufkleber und hier vorne noch diese Blade Modified mit zwei Noppen an der Seite dann dran. Auch hier sind wieder Baurichtungsumkehrsteine, die dann jetzt weiter nach vorne gucken, also quasi ja einfach länger sind jetzt im Endeffekt. Und dann schauen wir mal, was da ist, ob da zwei unterschiedliche Sachen drauf kommen oder wie das dann letzten Endes gelöst wurde oder wird. Ja, ansonsten den Rest habe ich euch ja schon gezeigt. Jetzt geht es weiter mit Bauabschnitt 6. So, wir sind wieder eine Etage höher. Ihr seht hier schon Viertelkreisteile hochgebaut mit ein bisschen Baurichtungsumkehr und hier Clips. Mal gucken, was wir da dann reinstecken werden. Was auch noch dazu gekommen ist, sind hier neben der Verkleidung, die ich vorher schon gezeigt hatte, eben auch noch außen die Schrägen mit den entsprechenden Aufklebern. Und hier dann auch nochmal die Setnummer 738 drauf. Das ist ja bei diesen Space Sets ganz üblich, dass da irgendwo immer Aufkleber mit der Nummer sind. Ja, genau, das passt soweit. Hier oben haben wir auch wieder eigentlich dann im Endeffekt nur 4 Noppen, wo das Ganze drauf kommt. Also wahrscheinlich dann, also ja, man kann das im Endeffekt dann später wohl mal so ein bisschen auseinandernehmen und damit vielleicht auch irgendwas anderes bauen, auf jeden Fall mit Spielen. Vielleicht streiten sich die Jungs dann auch weniger, wenn sie hier Teilbereiche untereinander aufteilen können. Mal schauen. So, jetzt kriege ich das hier gerade nicht rein. Hilfe! Warum geht das nicht? So, jetzt richtig gedreht. Und dann beende ich mal Bauabschnitt 6 und mache dann gleich mit 7 weiter. Ich bin am Ende angelangt. Dazu gekommen ist der kleine Mars Rover, der mich auch an den Rover vom Forschungstruck, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dass der dabei war, erinnert. Auch hier mit Rucksackausrüstung. Ein paar kleinen Equipments, Detektoren, Greifarme, um ordentlich Proben zu sammeln auf dem Mars. Dann mit dabei ist ja irgend so ein auch Detektionsdrohnengerät.
was auch immer. Ne? Ja, kann auch vielleicht irgendwelche Funkwellen auffangen hier mit der kleinen Schüssel. Theoretisch kann man es hier an den Dingern, hier an den Stangen dann durch die Gegend tragen. Vielleicht ist es auch einfach nur irgendwie so eine mobile kleine Forschungseinheit. Da ist der Fantasie der Jungs und der Kinder generell ja keine Grenzen gesetzt. So, hier oben auf dem großen Stück auf der Forschungsrakete ist der obere Bereich fertig geworden. Hier über die schrägen Teile, die mich immer wieder an die guten alten Blacktron-Zeiten erinnern, denn da habe ich die hauptsächlich damals verbaut, in Schwarz natürlich. Ja, das ist hier, ihr könnt es vielleicht erkennen, da unten ist dann so ein Winkelstein, den man halt einfach hin und her bewegen kann. Das heißt, man kann das jetzt theoretisch auch so ein bisschen aufklappen. Da drin ist nicht viel, außer der Hochbau, um dann hier halt den Deckel drauf zu machen. Genauso dann hier eingehakt an modifizierte Platten sind die Teile. Ja, der Rest ist alles Zierde. Was wir natürlich noch haben, ist der Bereich der Füße. Das sind die vier hier, die ihr seht. Die baut man dann auch tatsächlich am besten so mit dem einzelnen unteren Teil zusammen. Da ist ganz gut, dass man das jetzt abnehmen kann. Und das sind ja so ein paar Technikteile. Hier zwischendrin sind dann mal kleine Technikachsen. Und dann wird das Ganze hier einmal festgemacht, hier oben eingeklippt. Und hier unten wird einfach auf so einen, ja, eine Stange im Endeffekt, dann die kleine Schüssel hier drauf gemacht. Das ist ein bisschen eine Herausforderung. Man muss eben dann versuchen, das alles so auf die gleiche Abstände hier einzustellen, die vier Stück, dass das auch einigermaßen passt. Wenn man genau hinguckt, passt das bei mir jetzt nicht hundertprozentig. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so von der Größe her passt, wie es dann später auf die Marsstation drauf soll. Das heißt, wenn man die hat, kann man es dann vielleicht daran schon ausjustieren oder man muss dann eben noch mal ein bisschen nachbessern, wenn man die aufgebaut hat und dann die genauen Abstände kennt, um darauf dann auch wirklich zu landen. Das geht aber im Endeffekt ganz einfach. Man nimmt einfach hier die Teile ab und dann kann man hier das Teil an der Stange dann einfach ein bisschen nachjustieren und dann wieder dran machen. Das funktioniert wunderbar. So versuche ich nochmal mein Glück, ob das jetzt besser geht. Natürlich nicht. Also Gewicht sollte man da jetzt auch nicht zu viel drauf bringen. Also das hält schon was aus, aber es biegt sich halt durch. Ja, so, das ist jetzt schon drauf. Und dann kommt das Teil hier oben noch drauf. So. Also am besten immer ein bisschen von unten gegenhalten, damit da auch nichts auseinanderbricht. Aber, also wie gesagt, es hält schon ein bisschen was aus. Bin mal gespannt, was dann passiert, wenn die Jungs das jetzt in die Finger kriegen. So, also groß hier für die Kamera. Wir gucken es uns ja dann am Schluss eh nochmal, also seht das ja zumindest rumstehen. Und ich würde sagen, das fliegt jetzt zu den Jungs in die Beurteilung, in die Bespielung. Bin schon sehr gespannt, was sie dazu sagen. Ich muss sagen, prinzipiell vom Aufbau her war das in Ordnung. Aufkleber passen soweit, machen, ja, also sind fürs Gesamtbild auf jeden Fall wichtig. Qualität der Steine, ja, Klemmkraft ist top. Das war eine sehr schöne Angelegenheit, da fällt eigentlich jetzt nicht so wirklich auseinander. Was aber eben dann schade ist, sind die kleinen Unterschiede, die ich angesprochen habe in der Farbe. Gerade bei dem Weiß, was jetzt hier außen natürlich sehr präsent ist. Das merkt man dann schon beim genaueren Hingucken. Und teilweise die Höhenunterschiede an ein paar Stellen sind so von der Aufbautechnik her noch verbesserungswürdig. Gut, dann schauen wir mal, was die Jungs zu sagen haben im Familienfazit. Die Forschungstruppe erkundet den Mars weiter. Sie machen trotzdem eine kurze Pause und ich kann gleich von vornherein nochmal sagen, ich habe mich natürlich wieder um Kopf und Kragen geredet oder um die Bezeichnungen. Ganz klar, wenn man das Ganze jetzt mit einer Mondlandefähre vergleicht, dann ist natürlich das hier das Ganze dann, wenn das dann nochmal da zurückgelassen wird, hier das Wiederaufstiegsmodul. Ich wusste ja nicht, wie ich das alles so bezeichnen sollte. Ja, also ich bin der absolute Nicht-Experte, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Willkommen zum Glemmerstein-Kasten Familienfazit auf dem Mars. Die Marsianer sind bereit. Der Noah möchte was sagen. Erzähl mal, wie gefällt dir das Modell, das Set? Mit was hast du am liebsten gespielt? Mit den beiden. Mit den beiden. Ja, und mit den Männchen. Mit den Männchen. Ja, und nicht mit dem. Nicht mit dem.
Ja, das war auch so vielleicht so ein bisschen Vorgabe von uns, denn der Noah hat es am Anfang dann doch mal in die Hände genommen und hat dann wie wild darauf rumgedrückt, dass dann die Stangen hier so ein bisschen gebogen sind. Dadurch hat sich gezeigt, dass man zumindest das mit etwas Vorsicht dann auch so nachjustieren kann und nicht erstmal die Klemmen abnehmen muss, wie ich das im Video gezeigt habe. Trotzdem war das jetzt so für Alterskategorie zu dem Zeitpunkt noch 2 Jahre, glaube ich, noch nicht geeignet. Vielleicht jetzt mit 3 Jahren klappt es ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz, also er hat es dann trotzdem nochmal in die Hand genommen, nachdem er wusste, dass er das jetzt mal nicht damit entsprechender Belastung zum Abstützen benutzen sollte, hat er ja trotzdem wieder mehr Spaß an den kleinen Teilen gefunden. Möchtest du denn diesem ganzen Set trotzdem einen Daumen geben? Der Daumen nach oben, Daumen in der Mitte, ein Nein, nein. ja, sag's auf Marsianisch. Soll es ein Dreivierteldaumen sein? Ah, der Okay. Dreivierteldaumen. Gut, vielen Dank. Und lieber Leon, was hast du zu dem Set zu sagen? Gefällt es dir? Wenn ja, und was gefällt dir? Die Männchen und die Rakete. Ja, hast du Spaß daran gehabt? Was hast du, wie hast du es gespielt oder wo, was hast du so gespielt? Ich hatte es da oben weggenommen. Das hier. Das hier hast du weggenommen. Und dann? Habe ich wieder dran gemacht. Okay, wer hat dran gemacht? Alles klar. Gut. Und das habe ich auch abgemacht. Und dann bist du durch die Gegend geflogen. Ja. Okay, und hast du auch die Männchen hier mit reingenommen? Nein. Nein? Genau, das hat der Noah aber ganz fleißig gemacht, gell? Du Okay. hast, ich weiß gar nicht, passen alle Männchen rein? Nur Ja. zwei. Du musst draußen bleiben. Sogar nur eins, ich dachte sogar zwei. Naja, je nachdem, wie Ja, man ich sie war mir auch nicht stapelt. ganz sicher, ob drei oder vier reinpassen. Ja. Okay, einen Daumen von dir. Oder gibt es was, was dir gar nicht gefällt, vielleicht? Irgendwas, was dir aufgefallen ist, was keinen Spaß gemacht hat oder was doof gewesen ist? Alles hat Spaß gemacht. Das freut mich zu hören. Dann der Daumen da oben. Oder doch der Dreivierteldaumen. Warum? Weil was vielleicht dann doch nicht so gut war. Und was? Mit den Figuren und mit dem Maßrohr habe ich nicht so viel gespielt. Ach so, und deswegen nur den Dreivierteldaumen, weil du nicht alles angeguckt hast. Okay. Also, ja, dann müsste man nochmal nach dem Fazit zu dem Mars Rover und den Männchen genau fragen. Okay, lassen wir das mal so unter dem Aspekt mitstehen. Dann die Marsianerin, bitte. Ja, ich muss sagen, es sieht schön aus. Auch die Figuren sind toll. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur zwei Schulterpolster haben. Es, ja, meiner Meinung nach brauchen eigentlich alle, die irgendwie nach draußen gehen, einen anständigen Raumanzug. Ich hätte jetzt bei allen Figuren Schulterpolstern erwartet. Aber an sich, die Figuren sind toll, auch mit ihren kleinen Masken unter den Raumanzügen, unter den Helmen, finde ich schön gemacht. Auch der kleine Rover ist richtig toll mit dem kleinen Rucksack. Die Untersuchungsstation finde ich alles top. Die Station selbst, ich finde es schön, eben also das Aufklappen und eben, dass man die einzelnen Stufen abnehmen kann, finde ich soweit gut. Auch die recht runde Form haben sie, finde ich, ganz gut hinbekommen. Das sieht schön aus. Ich hätte jetzt vielleicht tatsächlich innen drin irgendwie zwei oder ja, anhand der Passagiere vielleicht auch noch ein paar mehr Sitze erwartet. Das wäre jetzt nicht verkehrt gewesen. Ein bisschen Kritikpunkt ist tatsächlich eben der untere Teil, weil es einfach eben, also ja, man merkt es auch, es ist ein bisschen wackelig. Ich hätte mir jetzt hier tatsächlich, auch wenn ich auch nicht unbedingt gerade der Technik-Fan bin, aber ich hätte mir hier irgendwie vielleicht tatsächlich eher eine Konstruktion aus Technikstangen oder ähnliches erwartet. Ja, ups, genau, das ist vorher normalerweise nicht passiert. Jetzt treffe ich nämlich nur nicht richtig. Grobmotorische Frau. Genau, ihr wisst, ich kenn mich einfach mit dem ganzen Weltraumzeugs nicht gut aus, deswegen fällt es bei mir vor Schreck schon auseinander. Normalerweise hat es gut gehalten, also das war jetzt tatsächlich nur irgendwie blöd gedrückt.
es ist nicht unbedingt ein Spielset, es ist mehr zum Hinstellen, aber eben das unten, dass es so ein bisschen ja, eine wackeligere Angelegenheit ist, ja, gibt so einen ganz kleinen Punktabzug. Insgesamt, Gesamtbild finde ich recht schön. Deswegen ist für mich ein Dreivierteldaumen. Vielen Dank. Gerne. So, dann noch zum Abschluss mein Fazit. Ja, schwierig. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, in welche Richtung Sluban sich mit der Space-Serie eigentlich entwickeln wollte. Wir haben den Curiosity, den Mars Rover quasi und ja auch den Forschungstruck, wo doch einiges an Funktionalität zum Spielen auch vor allen Dingen geboten wird. Dann haben wir jetzt hier das Set, wo doch meines Erachtens nach ein bisschen zu wenig dabei ist. Man kann da zwar jetzt dann die Männchen da reinpacken und so weiter und gut, von der Konstruktion her, von der Größe her wird da nicht viel mehr möglich sein, aber mehr als Klappe auf, Klappe zu ist da halt auch nicht. Immer die einzelnen Phasen auseinandernehmen, abnehmen ist jetzt, könnte ich mir vorstellen, gerade für ältere Kinder auch nicht mehr so das Highlight. Hier mit dem kleinen Zeug hat man noch so ein bisschen was und mit den Figuren, aber so, wie Daniela schon gesagt hat, geht das vielleicht eher Richtung Hinstellset. Was jetzt eigentlich ein bisschen schade ist, wenn es dann wirklich so gedacht ist. Also ich kann nur hoffen, und vielleicht kriegt das der ein oder andere Sluber-Mitarbeiter auch mit, wir werden es auch nochmal an die Beta-Service GmbH weiterleiten, die uns ja das Set zur Verfügung gestellt haben, dass das hier so ja, ein bisschen zweischneidiges Schwert ist. Qualitativ, Steine sind in Ordnung, Klemmkraft ist deutlich besser, als man das von den älteren Set kennt. Und ja, der ein oder andere Stein ist mal dazwischendurch dabei, aber prinzipiell auch das hier hält immer noch, nachdem es jetzt einige Zeit auf- und abgebaut wurde, abgenommen wurde. Das passt. Leider der Weißton nicht ganz wirklich rein weiß, das geht teilweise eben auch ins Eiergelb, was Eiweißgelb, Dings da, keine Ahnung, wie man es nennt, auf jeden Fall Gelbstich. Das ist nicht schön und ich habe ja während des Aufbaus auch schon an die Farbunterschiede gerade bei den Rottönen gesprochen. Das macht das Ganze auch, ja, es macht's, ne? Also man muss da einfach jetzt ehrlich sein. Denn wir haben da einen Preis, der sich gewaschen hat und in der Kombination kann ich nur einen neutralen Daumen geben. Weil das geht dann auch bei Sluban nicht mehr. 45 Euro für das gute Stück. Für Kinder zum Spielen weniger geeignet, dann eben, wie gesagt, Farbunterschiede, weiß nicht richtig in Ordnung und hier auch mit den Konstruktionen alles nicht ganz optimal. Also das passt bei bestem Willen dann auch nicht mehr für mich. Ja, genau. Das war's. Das Wort zum Sonntag hätte ich jetzt schon fast gesagt. Nichtsdestotrotz, also vom Design her passt das alles und wie gesagt, die Steinequalität auch top. Also da muss man einfach nochmal mit Sluban reden, dass die nicht irgendwie jetzt denken, sie könnten hier sonst was machen. Ne? Also da müssen wir den Markt mal ein bisschen mit versuchen zu steuern zumindest. Aber Sluban hat ja auch in der Vergangenheit doch recht gut auf Feedback reagiert. Von daher sind wir gute Dinge. Gut, dann sind wir am Ende. Wir heben ab. Ab auf den Mars, zu den Marsmenschen, die hier sind schon fast am Einschlafen, wird Zeit, forschen zu gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne euren Daumen nach oben. Wenn ihr auch unsere weiteren Videos nicht verpassen wollt, dann lasst auch sehr gerne ein Abo da und denkt an die Glocke. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.